Hallihallo, liebe Leute, und weiter geht es mit Legend of Zelda A Link to the Past. Und wie ihr seht, oben dort die Bomben und Pfeile habe ich offscreen aufgefüllt. Ich habe meine Flaschen auch wieder neu aufgefüllt, zweimal mit Feen. Einmal ein rotes Elixier und einmal ein Zauberelixier. Lebenselixier und Zauberelixier genannt, okay. Also rotes und grünes Elixier habe ich mir geholt und ich weiß jetzt auch, was ich... ja, bei meinem Durchlauf hier übersehen habe. Das habe ich nämlich offscreen auch nochmal nachgeschaut. Und zwar habe ich einen Gegner nicht vernünftig kaputt gemacht. Was mich ein bisschen ärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Aber gut, dass ich das noch gefunden habe, welcher Gegner es war. Eigentlich ein sehr offensichtlicher und sehr dämlicher, wenn man das so sagen darf. Also gut, gehen wir erstmal runter. Ja, wie ihr seht, also Bomben, Pfeile, 50, 70 ist auf jeden Fall Maximum. Höher kriegt man die nicht. Ich habe es versucht, aber dann sagt die Fee, dass nur eine andere weitere Fee mir helfen kann. Und dann werde ich nur zur Feenhöhle in der Nähe von Zoras Wassergebiet da geschickt. Ich glaube, ich laufe hier gerade falsch. Oder muss ich durch diese Röhre? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ich glaube schon, dass ich hier rein muss. Und dann müsste ich eigentlich links landen. Okay, da sind wir auch schon. Ja, auf jeden Fall habe ich mir sämtliche Rubine holen müssen. Welchen Weg gehe ich jetzt? Unten. Habe ich mir sämtliche Rubine holen müssen, damit ich das schaffe. Und das habe ich in dem Bogenschießhaus, welches in der Schattenwelt ist. Gut, hier ist der Raum, wo ich das vergessen habe, den einen Gegner. Erstmal muss ich den finden. Da ist er. Genau dieses Mistvieh. Habe ich nicht besiegt. Und, ach scheiße, jetzt wurde ich wieder in Hasen verwandelt. Dieses Hüpfdings da. Mistvieh. Muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Weil das Vieh hat nämlich einen Schlüssel, welchen ich natürlich brauche, um weiterzukommen. Und wo ich das gesehen habe, dass dieses Mistvieh einen Schlüssel hat, hätte ich wirklich schreien können, weil in meinem Video habe ich gesehen, dass ich das Vieh einfach ignoriert habe. So, jetzt mache ich erstmal die Schädel hier kaputt. Okay. Wie komme ich da jetzt am besten durch? Durch schnell! Wow, gut. Das hätten wir. Dann kommen wir jetzt endlich hier weiter. Und ich komme an die Truhe. Yay! Und wir haben den großen Schlüssel. Ole. Okay, wo war nochmal die Schatztruhe? Ach du Scheiße. Die war da. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Jetzt will ich erstmal die große Truhe öffnen, bevor ich weiterlaufe. Nicht, dass ich das Item auch noch übersehe. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, obwohl... braucht man das für den letzten Dungeon eigentlich noch? Ich glaube nicht unbedingt, aber ich will es trotzdem haben. Also holen wir es uns. Und ich habe auch noch herausgefunden, wo diese verdammte große Bombe ist, nach der ich die ganze Zeit auch schon gesucht habe. Bin ich ein paar hundert Male dran vorbeigelaufen. Gut, das ist jetzt übertrieben, 100 Male, aber schon einige Male. Da könnt ihr mir auch in den Hintern beißen. Aber ich habe es auch noch gefunden, worüber ich froh bin. Ah, ich hasse dieses Mistvieh. Ja gut, zwei Feen habe ich noch. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr aufpasse, dann könnte das noch halbwegs gut klappen. Ich meine, rotes Elixier, oder hier genannt Lebenselixier, gibt ja wesentlich mehr Herzen wieder als nur eine Fee. Deswegen habe ich mir überlegt, mal ein rotes Elixier ausnahmsweise mal mitzunehmen. Für den Fall der Fälle. Scheiße. Ich glaube, unten muss ich lang. Ja, unten. Und da muss ich links rum. Damit ich da an die Truhe kann. Auch wenn ich jetzt als Hase erstmal rumlaufen muss. Verdammter Fluch. So, endlich. Und raus hier. Bloß weg vor diesen Laseraugen. Und wieder rein. Wunderbar. So, Maria-Stab habe ich noch. Sehr gut. Und wir erhalten das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Jetzt können wir alles mit unserem Schild abwehren. Alle möglichen Laserattacken. Und da können wir auch durch. Durch diese Tür. Wow. Die Feuerbälle können wir natürlich auch noch abwehren damit. Gut, wo lande ich jetzt? Mal auf die Karte gucken. Okay, ich versuche mal oben lang zu gehen. Also jetzt hier dieser Röhre folgen. Dann lande ich hier, durch diesen Eingang. Okay. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich eigentlich da jetzt auch die eine Röhre hätte nehmen müssen. Egal. Wenn mir was fehlt, weiß ich, wo ich hin muss. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich dieses Mistvieh erstmal hier kaputt mache. Bevor ich selber hier drauf gehe. Na komm, komm her, komm, komm, so. Okay, jetzt brauche ich erstmal die Bombe. Dann sprengen wir diese beiden Wände hier weg. Sofern beide gehen. Die geht
Und die geht auch. Und da kommen solche schwarzen Viecher raus. Wie niedlich. Aber wenn es weiter nichts ist. Okay. Hier vielleicht auch noch eine wegsprengbare Wand. Nein, nicht wirklich. Okay, aber diesen Stein müsste man noch schieben können, oder nicht? Den kann man gar nicht schieben. Okay, interessant. Warum sind die dann da? Aber bestimmt erst, wenn ich die Gegner besiegt habe. Na komm her, na, lass dich doch treffen. Na also, so, und jetzt muss ich eines dieser Zungen wieder ziehen können. Okay, das war falsch. Jo, Bombenattacke. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt aber. Wunderbar. Ja, jetzt kommt noch eine Bombe. Okay. Ich kann links auch oben lang. Lass mal gucken, wo ich hier lang kann. Okay, Rubine. Die will ich erstmal einsammeln hier. Okay, ich habe ja 999, von daher könnte ich theoretisch schon aufhören. Aber ich will hier nichts liegen lassen. Deswegen einfach mal mitnehmen. Man weiß nie, wozu man Geld nochmal gebrauchen könnte in diesem Spiel. Aber ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr. Deswegen ist es im Prinzip sinnlos, dass ich diese Rubine überhaupt noch einsammle. Aber ich mache es trotzdem, weil ich Lust zu habe. Gut, dann können wir jetzt endlich den oberen, den links oberen Weg hier nehmen. Warum hinterlassen diese Mistviecher nichts? Ah, klasse. Jetzt muss ich erstmal hier... Na gut, Enthaken werde ich mal benutzen oder Bumerang. Kann ich auch benutzen. Und dann das Spiel ein bisschen austricksen. Und das Ganze für einen Schlüssel, damit ich da weiterkomme. Und weg hier. So, gehen wir mal einen Stockwerk tiefer. Und hier ist es natürlich mal wieder dunkel. Klasse. Okay, das ist nur noch dieser Raum. Da muss ich jetzt irgendwie... Na klasse, so Maria-Stab. Irgendwie so dahin kommen. Oh Gott. Und das im Dunkeln. Ihr wollt mich doch verarschen. Scheiße. Wie soll ich hier leben durchkommen? Und dann noch mit diesen Feuerbällen. Erstmal will ich hier gucken. Gut, hier haben wir noch einen Rubin. Das heißt, der Weg hat es nicht wirklich gebracht. Was haben wir hier? Magiekrug. Herz, Herz. Na gut. Na, nein, 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 falsche Richtung. Ah, verdammter Schmerz. Gut. Dann will ich jetzt da oben irgendwie hinkommen. Wenn ich mir das so angucke, muss ich Schmerzen erleiden, um da hinzukommen wahrscheinlich. Ja, muss ich. Obwohl. Ich muss einen anderen Weg gehen. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Hier muss ich rum. Na, verdammt. Okay, andersrum. Und dann runter. So, dann bin ich da. Okay, ich werde gleich eine Fee verlieren. Irgendeine Tür öffnet sich, aber... Ich weiß jetzt nicht wo. Unten links wahrscheinlich. Ja, unten links muss ich hin. Aber erstmal warte ich hier auf diese Feuerstange. Sonst verliere ich gleich noch eine wertvolle Fee. Die wollte ich, wenn es geht, noch behalten. Okay, das war's. Eine Fee weniger. Hoffentlich finde ich noch irgendwo eine. Sonst muss ich zusehen, wie ich das hier überlebe. Gar nicht? Das wäre nicht so toll. Ich wollte das Spiel ja ohne Versuche beenden. Okay, jetzt muss ich den Weg erstmal suchen. So, da oben. Okay, jetzt muss ich links. Und dann hier runter. Wunderbar, ich hab's geschafft. Boah, ist das eine schwere Geburt, dieser Weg. Das ist echt ätzend. Und hier wahrscheinlich durchrennen. Wow! Okay, das war zu weit. Da war ich zu voreilig. So, stopp. Und da brauche ich einen Schlüssel für. Den werde ich wahrscheinlich hier finden. Boah, dank dem Spiegelschild kann ich hier durch. Okay, Rubine. Ah, von hinten ist mies. Von hinten ist richtig mies. Moment, kann ich nicht auch... Nee, das geht nicht. So, okay. Dann muss ich das eben taktisch rangehen. Nochmal Rubine. So, Angriff. Nochmal und weg hier. So, dich muss ich leider besiegen. Wenn ich das mal schaffen würde. Okay, das wird nicht unbedingt lustig. Wie besiege ich den jetzt am besten? Ich locke ihn mal runter, genau. So, jetzt kannst du gerne herkommen. Damit ich dich fertig machen kann oder in den Abgrund schlüpfen kann. Wie auch immer. Und wir haben den Schlüssel. Na! Das war scheiße. Dieser Angriff war richtig mies. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen. Das war meine letzte Fee. Jetzt habe ich nur noch dieses verdammte Lebenselixier.
Aber vorher will ich diese Wand hier sprengen. Ich kann hoffen, dass das beim Boss irgendwie gut geht. Weil sonst habe ich ein Problem. Ich bin wieder im Freien. Okay, das Ganze haben wir getan für eine Sackgasse. Toll. Das hat sich ja sehr gelohnt. Aber immerhin habe ich den Schlüssel, womit ich jetzt durch diese Tür hier kann. Das ist schon mal etwas. Du dreckiges Mistvieh. So,